Willkommen zurück, Leute, zu Mafia 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, nachdem wir die Leiche vergraben haben. Mit den beiden Trunkenbolden. Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich aus dem Staub machen. Was habe ich gerade? Suffköppe? Was habe ich gesagt? Suffbirn? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh mein Gott. La 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 la. Oh, schicke Dame, was geht ab? Wow, crazy people, pass auf! Alter, das ist so scheiße geil. La 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 la. Komm, big up, genau. So geil einfach. So eine Scheiße. Ja, das denke ich mir auch gerade. Jetzt sind sie beiden wohl eingeschlafen. So, mach mal Radio aus, oder? Die beiden Suffbirne. Na gut, wir haben sie sicher nach Hause gebracht. Und dann können sie ihren Rausch schön ausschlafen, nicht wahr? So. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddys Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Wir los rufen genug, ein paar Weiber. Ab ins Bett mit dir, komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Ich hätte gerne mal die Synchronsprecher in der Kabine gesehen, wie sie das einen eingesprochen haben jetzt hier. Kapitel 8, die jungen Wilden. Oh, was ist denn los? Hey Vito, raus aus den Federn! Herr Gott, Marty, hör auf zu schreien. Mir brummt der Schädel auf. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Triff dich draußen mit Joe. Na komm, öffne die Tür jetzt. Ich würde sagen, wir brauchen noch vorher was zum Anziehen. Ist ja Sommer langsam, wa? Nee, das schwule Hemd nicht.
Cowboy machen wir auch nicht. Wie sieht das denn aus? Das passt doch, oder? Das passt doch. Das sieht gut aus. Na, komm raus hier. Ja doch, das passt doch, 50er Jahre, das sieht doch hier mit Kragenhose, weißt du, Junge, was geht ab, Alter? Wäre ich jetzt zurück in den 2005 und so, hätte mich Bushido direkt angeworben, direkt für seinen, weißt du, was ich meine, so, weißt du, für seine Gang. Kragenhose, weißt du Bescheid. Naja, sieht aber wirklich gut aus. Sag mal, wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Also, das war Martin. Ja, okay, wisst ihr. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring rein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mael, bist du noch sauer auf mich? Weichein, Buddy. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff. Da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Heute wird alles viel besser. So spreche ich. Das will ich auch hoffen. Ja, na gut. Wenn er das sagt, es wird alles besser, dann glauben wir ihm mal kein Wort eigentlich, oder? Also mittlerweile glauben wir ihm echt kein Wort mehr in der Hinsicht. Who do you love? Who do you love? Alter, ich sing direkt mit. So. Was geht's denn? Ganz einfach. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gewandert. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stop, Riverside. Na gut. Vertrau mir, du wirst mir noch dankbar sein. Oh, das war knapp, ey. Na Mensch, hab ich gut aufs Eisen getreten. Alter, Junge, willst du ein Duell oder was? Ja, Mann, Alter. Spaghetti, Macaroni, Mozzarella. Nein, Spaß. Ey, nichts geht über Mozzarella. Mozzarella ist der geilste Käse überhaupt. Boah. Auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall, das ist der geilste Käse. La 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 la. Riverside. Ja, du bist doch auch eine Pfeife, ey. Selber schuld, Arschloch. Oh, 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 hier ist ja mein Ziel schon. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Okay. Kletter rauf und gib mir die Ware. Ja, so wie Vito aussieht, können dann direkt in Grease mitspielen, oder? Eine Stange Rats. Gib mir eine Stange Rats, Vito. Bingo. Vito ist ein Schlauer. Also mit Schwarz Markzigaretten kannst du echt gut Cash machen. Ich komm dir, ich hab keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Alles okay, Mark. Mark Wahlberg. Eine Stange Blues, Vito. Du bist es doch, oder? Na klar. Ja, yeah, genau die. Achso, das war der Opa. Das passt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt der Mr. Chingling. Einige Stunden später. Oh oh. Wir wollen nicht nochmal in den Knast wandern. Ich knall nicht alle über den Haufen. Was soll der Scheiß? Hey Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer?
Ich nehme heute mal Whites. Ja, alles klar. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Okay, her damit. Wie ist das Sidestep, Mr. Officer? Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Alles klar, danke schön. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig Knet. Also wenn wir pro Stange $2 bekommen, zu der Zeit, was kriegt Joe? Wahrscheinlich ein bisschen mehr Anteil. Schon ordentlich, ja. Schon ordentlich auf jeden Fall. When you're smiling. Das Lied ist auch saugeil. Ja, da versteht man so wenig wegen dem lauten Motor. Der Kleine, dieser Marty, arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße. Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln in die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problemen. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgencafé geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Oh, wie du es langsam angepisst von Joe. Aber kann man irgendwie verstehen, so 6 Jahre seines Lebens im Knast zu verbringen. Aber dafür kann Joe ja nichts direkt, also der hat ihm ja nur den Job klargemacht. Das war ja Vitos Entscheidung selber, das auszuführen. Und keiner konnte ahnen, dass da irgendein Vogel singt. Jetzt ein Duell schon wieder? Mein Gott, ich mache euch alle platt. Geh bloß weg. Das ist aber ganz schön wendig, der LKW. Ganz schön wendig, der LKW, dafür, dass er so riesig ist. Oder ich bin einfach nur ein mieser Driver. So. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, das ist es. Genau, geh vorbei.